weil ich war sehr lange echt lost. Ich glaube, das geht jedem so, der anfängt, in diesen Berufszweig einzusteigen, der sich als allererstes mal überlegt, wie geht das eigentlich? Weil grundsätzlich, es gibt keine Ausbildung dafür, es gibt keinen geraden Weg. Ich bin jetzt keine Fachkraft für Bürokommunikation, wo man einfach eine Ausbildung macht in der dualen Ausbildung und dann ist man das am Schluss. Und da guckt man sich natürlich um und man sieht einfach den Weg nicht. Und ich hatte es dann irgendwann so, dass ich Sport Digital geguckt hatte. Meine Eltern hatten das Sportpaket gebucht bei einem Pay-TV-Sender und ich habe Sport Digital gebucht und habe dann im Studio einen gesehen und dachte, Alter, der hat eine krasse Stimme. Der gefällt mir eigentlich ganz gut in seinem Auftreten, den google ich mal. Und das war dann Carsten Linke, habe ich einfach gegoogelt, bin auf seine Website gekommen und habe gesehen, dass er auch Coachings anbietet und habe ihm einfach mal eine E-Mail geschrieben. Was macht eigentlich Florian von Stackelberg? Herzlich willkommen zu unserer kleinen Show, wo wir junge Sportkommentatoren Deutschlands befragen, wie sich ihre Karriere in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es um die Kommentatorenwelt in Deutschland steht. Ich bin Alex, euer Host heute und ich werde begleitet von niemand Geringerem als Carsten Linke, einem der Top-Kommentatoren Deutschlands der letzten Jahre. Und wir haben heute einen tollen Gast bei uns und zwar Florian von Stackelberg. Flo, magst du ein paar Sätze sagen zu dir? Ja, hi, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich noch als jung bezeichnest. Ich werde jetzt bald 34, entsprechend bin ich gar nicht mehr so jung, aber ich bin Sportkommentator, da habt ihr natürlich recht, Fußball, Basketball sind so meine zwei Steckenpferde und es war immer mein Traum, Sportkommentator zu werden und ich habe es tatsächlich geschafft. Das ist irgendwie immer wieder komisch, ich muss mich manchmal noch kneifen, dass das gerade wirklich alles passiert. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht für dich für heute, um den Leuten da draußen so ein bisschen aufzuzeigen, wie kann es denn als junger, begeisterter Kommentator, als Sportbegeisterter in dieses Thema einsteigt. Und die erste Frage, wie alt warst du denn beim ersten Kommentarversuch? 9 Jahre. Magst du ein bisschen was dazu sagen? Wie? Klar, auf jeden Fall. Ich hatte damals von meinem Cousin FIFA 98 ausgeliehen bekommen, das allererste Mal. Meine Eltern hatten davon natürlich keine Ahnung. Habe ich mit nach Hause genommen und dann am PC zu Hause FIFA gezockt und habe diese Chance dann auch gleich genutzt, weil mich das immer schon begeistert hat im Fernsehen. Dann selbst einfach mal Stimme anzulegen sozusagen und drauf los kommentiert. Meine Eltern haben es dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich da oben FIFA zocke, weil es immer sehr, sehr laut war, weil ich eben lautstark mitkommentiert habe. Das waren so die allerersten Versuche zu kommentieren. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ab wann hast du es denn so wirklich ernst genommen? Das war schon ein ganzes Stück später. Also ich habe das lange durchgezogen, aber irgendwann dann in der Schule kam es dazu, dass man irgendwie ein Praktikum machen musste. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, was will ich denn eigentlich machen? Und dann bin ich zu einer Tageszeitung gegangen und habe dort mal ein Praktikum in der Sportredaktion gemacht. Das hat schon Spaß gemacht so, aber ich wusste, das ist nicht das Ziel, an das ich kommen möchte. Was mich aber trotzdem mit diesem ersten journalistischen Kontakt irgendwie trotzdem reingeholt hat, weil ich dann gemerkt habe, man kann so richtig nah dran sein am Profisport eigentlich, selbst wenn man selbst kein Profisportler ist. Und dann habe ich meine Schule aufgrund dessen überhaupt erst fertig gemacht, aufgrund dieses Praktikums, um dann da weitermachen zu können. Habe dann studiert und während des Studiums eigentlich so richtig angegriffen. Hatte da auch große Lust, dann mehr zu machen, vor allem live zu machen. Das ist mir immer wichtig gewesen. Bei der Zeitung, das war immer recht anonym, da kam dann halt ein Text, aber keine Stimme, kein Gesicht dazu und das wollte ich eigentlich da noch mit reinbringen. Nicht nur eigentlich, sondern das wollte ich unbedingt sogar mit reinbringen, um diesen Text noch mehr Fülle zu geben, um noch mehr Emotion reinzubringen. Und dann habe ich während dem Studium angefangen, auch Videos zu schneiden, selbst zu machen, um dann über das Volontariat bei einer Videoproduktionsfirma für den DFB so richtig angreifen zu können, um dann dort das erste Mal richtig live zu sein. Da habe ich dann Regionalliga, U19-Bundesliga, Frauen-Bundesliga damals noch, Frauen-DFB-Pokal,
all die Sachen kommentiert, sehr viele Chancen bekommen, um mich dann selbstständig zu machen und dann erst so richtig, richtig anzugreifen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich habe angefangen, als ich 10 Jahre alt war, und aber nicht irgendwas zu kommentieren. Zu meiner Zeit gab es solche Computerspiele weniger, sondern ich habe immer das kommentiert, was auf dem Feld stattgefunden hat, wenn ich gespielt habe. Und der Schiedsrichter fand das nie toll. Ich musste immer 5 Minuten mich wieder draußen hinsetzen und dann hat er mir gesagt, halt die Klappe, setz dich draußen hin, dann kannst du weiter kommentieren. Kennt, glaube ich, jeder. Das war meine erste Gehversuche, ohne zu wissen, dass das in die Richtung geht. Aber ich habe immer alles kommentiert, was auf dem Feld stattfand, und vor allem die Leistung des Schiedsrichters nie so toll. Flo, wie war das denn? Hattest du Hilfe auf deinem Weg zum professionellen Sportkommentator? Ja, ich hatte Hilfe. Gott sei Dank, muss man sagen, weil ich war sehr lange echt lost. Ich glaube, das geht jedem so, der anfängt, in diesen Berufszweig einzusteigen, der sich als allererstes mal überlegt, wie geht das eigentlich? Weil grundsätzlich, es gibt keine Ausbildung dafür, es gibt keinen geraden Weg. Ich bin jetzt keine Fachkraft für Bürokommunikation, wo man einfach eine Ausbildung macht in der dualen Ausbildung und dann ist man das am Schluss. Und da guckt man sich natürlich um und man sieht einfach den Weg nicht. Und ich hatte es dann irgendwann so, dass ich Sport Digital geguckt hatte. Meine Eltern hatten das Sportpaket gebucht bei einem Pay-TV-Sender und ich habe Sport Digital gebucht und habe dann im Studio einen gesehen und dachte, Alter, der hat eine krasse Stimme. Der gefällt mir eigentlich ganz gut in seinem Auftreten, den google ich mal. Und das war dann Carsten Linke, habe ich einfach gegoogelt, bin auf seine Website gekommen und habe gesehen, dass er auch Coachings anbietet und habe ihm einfach mal eine E-Mail geschrieben, ob man mal zusammenarbeiten könnte, weil ich dachte, vielleicht könnte er mir den Weg zeigen, er ist ihn ja immerhin schon gegangen. Und Carsten hat dann auch direkt geantwortet, ich bin dann damals mit dem Flixbus 12 Stunden nach Hamburg hochgetuckert, um das mir irgendwie leisten zu können als Student, weil die Fahrt ja allein schon natürlich ein bisschen was gekostet hat. Aber es hat sich gelohnt. Jede einzelne Minute, die ich da im Flixbus saß, hat sich schlussendlich dann positiv auf meine Karriere ausgewirkt. Und da habe ich dann die ersten sehr entscheidenden Tipps für die Karriere bekommen. Da hat mir einer wirklich den Weg gezeigt, so und so kann es laufen. Es gibt ja nicht diesen einen Weg, aber zumindest mal, ich sag mal, verschiedene Möglichkeiten, wie es am Schluss funktionieren kann. Spannend. Und wie hast du von unseren Kursen erfahren? Ja, ich bin ja, ich sag mal, Student der ersten Stunde bei euch und habe entsprechend von Carsten da einen Hinweis bekommen, dass das jetzt angeboten wird. Und ich bin eigentlich einer, der sich selber auch immer sagt, mindestens 2-mal im Jahr muss ich an mir selbst arbeiten. Man lernt nie aus und das will ich auch weiterführen. Selbst wenn ich irgendwann doppelt so alt bin, wie ich jetzt bin, werde ich nicht aufhören zu lernen. Und entsprechend habe ich mir dann gedacht, das Angebot nehme ich wahr und höre mir das einfach mal an. Guck mal, ob das nicht irgendwelche positiven Einflüsse für den weiteren Verlauf meiner Karriere hat. Ich kann es vorwegnehmen, hatte es. Ich habe das Florian deshalb damals auch mit auf den Weg gegeben, als wir hier gearbeitet haben in Hamburg, weil ich in ihm ein Potenzial gesehen habe. Und Flo weiß das, dass ich sehr ehrlich immer zu ihm war, immer sehr offen und ehrlich, auch in der Analyse, auch in der Ansage, im Feedback. Kritik meinerseits gibt es ja nicht, sondern es gibt immer ein Feedback. Und habe dann erkannt, dass da unglaubliche Tiefen da sind, die er noch gar nicht sehen kann. Und deshalb war er auch da, um das dann weiter auf einen anderen Weg, auf ein neues Niveau zu heben. Ich habe gesagt, Mensch, da gibt es eine Möglichkeit. Ich arbeite mit meinem Partner daran, so eine Art Ausbildung anzubieten, um den Menschen, wie eben Florian, auf den Weg zu bringen, um dann noch mehr Tiefgang hineinzugeben. Und das hätte ich ihm nicht angeboten, wenn ich gedacht oder gemeint hätte, naja, also das ist so einer, so wie die meisten von zu Hause auf dem Sofa, da kann ich alles, sondern die 3 Tage, die er dann damals hier bei mir war in Hamburg, die waren so intensiv und ich habe diese Gier gesehen, aber diese freudige Gier, das aufzusaugen, das umzusetzen und immer weitere Schritte zu machen. Und wenn ich überlege, welche Schritte wir zuerst gemacht haben und wir die Aufnahmen gemacht haben, mach mal einen Aufsager vor der, weiß ich, Arena bezüglich Bamberg Basketball. Ja, und wenn, wie weit du heute bist und wie sehr du durch unsere Kurse dann auch das mitgenommen hast. Und das war genau deshalb der Grund, warum ich gesagt habe, guck dir das an, du entscheidest, nicht ich. Und wenn das für dich etwas sein kann, dann ist das ein Puzzle auf dem Weg, den du ja gehen wolltest mit, ich möchte irgendwann mal diesen Weg bis zu Ende gegangen sein, um Kommentator zu werden. Und noch einmal, ich hätte es nie empfohlen, wenn ich nicht deine Anlagen gesehen habe. Und das sage ich auch jedem immer zu Beginn, ganz ehrlich. Ich sage, nach einer bestimmten Zeit kriegst du von mir ein Feedback und dann musst du entscheiden. Ja, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf, für mich war das auch ziemlich cool, weil
wenn du sagst, du willst Sportkommentator werden, Fußballkommentator vor allem, dann ist es ja wie, wenn du sagst, ich will Rockstar werden, ich will auf eine Bühne gehen, ich will mal die ganz großen Soli spielen. Das sagt auch jeder hier oben. Also weiß man nicht mal, wie man an den Job hinkommen soll. Und mit dir hatte ich halt den ersten, der wirklich auch dran geglaubt hat und mir das auch vermittelt hat, auch gesagt hat, du kannst das, ich sehe das, ich kenne den Weg und ich weiß um deine Stärken, die müssen wir natürlich noch weiter stärken, diese Stärken, aber grundsätzlich sehe ich dich genau dort. Und das war natürlich auch ein unglaublicher Selbstbewusstseinsbooster. Ja. Was genau hat sich denn für dich verändert, nachdem du bei uns warst? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, sowohl intern, was hat sich für dich in puncto Persönlichkeit, wie du dich fühlst, wenn du kommentierst, verändert, als auch, was die meisten da draußen wahrscheinlich noch mehr interessiert, ist, wo bist du untergekommen, wo durftest du kommentieren und so weiter. Kannst du da so ein bisschen was teilen? Ja, ich habe das gerade ja schon so halb angerissen, also das erste Mal so Selbstbewusstsein bekommen, zu sagen, das ist der richtige Weg, weil alle anderen Kumpels haben dann irgendwie BWL studiert und sind zu einer Firma gegangen und haben dann dort irgendwie im Büro gearbeitet und das war nie was für mich und diese Zweifel daran, die konnte ich beseitigen und zu sagen, okay, ich kann das, ich habe das Zeug dafür und dieses Selbstbewusstsein habe ich eben durch diese Kurse bekommen, weil ich ein anderes Mindset bekommen habe, weil es nicht hieß, du bist der Verrückte, der irgendwie den Traumjob möchte, den jeder haben will und keiner weiß, wie es geht. Sondern da hieß es plötzlich so, ja, wir verstehen dich, wir kennen dein Anliegen, weil wir das selbst mal hatten und wir nehmen dich jetzt mit auf den richtigen Weg. Und dadurch hat sich sehr vieles ins Positive gedreht, wo ich jetzt sagen kann, Mensch, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Ich weiß, wie ich in welcher Situation reagiere, weil wir daran genau gearbeitet haben, an diesem Mindset, sich selbst zu vertrauen. Nicht zu sagen, oh, kann ich das überhaupt, sondern hinzugehen zu sagen, ich habe das nötige Rüstzeug und das nötige Rüstzeug ist vorhanden und darauf kann ich aufbauen und Stück für Stück, peu à peu besser werden und mich dorthin entwickeln, wo ich wirklich sein möchte, die großen Sportereignisse zu kommentieren, die dicken Spiele, da wo es richtig Spaß macht. Da konnte ich mich mit eben diesem Mindset hinentwickeln, das sehr, sehr positiv ist aus meiner Sicht, ja, dass man nicht sagt, ja, diese Selbstzweifel irgendwie so beseitigt, die einem von überall rangetragen werden, weil man eben dieses Einhorn ist, das Sportkommentator werden möchte. Und das hat dann dazu geführt, was dann äußerlich passiert ist, jetzt nicht mit meinem Aussehen, sondern mit meiner weiteren Karriere. Ich bin dann zu Sky Sport in der Schweiz gewechselt, habe dort meine Chancen bekommen, auf der großen Bühne zu performen und habe dann auch, und das ist auch ein großer Vorteil dieser Kurse, super gute Kontakte knüpfen können zu anderen Kommentatoren, die mit mir im Kurs waren, die unter anderem schon bei RTL waren, die mich dann dort auch platziert haben. In dem Job geht es nur über Vitamin B und zwar nicht, dass da jemand sagt, nimm den, sondern der sagt nur, hey, ich kenne da einen, ihr habt einen freien Platz, denkt doch mal drüber nach, ob nicht eher und eher vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und so habe ich dann natürlich meine Videos dorthin geschickt, habe dort meine Chance bekommen und konnte dann in der Europa League jetzt für RTL Plus vieles kommentieren, was ziemlich cool ist und was mir nach wie vor riesengroßen Spaß macht. Das ist ein riesengroßer Sender, da ist super große Professionalität da, da ist richtig Zug dahinter, also man muss auch performen und das ist auch das, was mir Spaß macht. Das gibt mir keinen Druck, sondern das macht mir Spaß. Und ich durfte unter anderem das letzte Gruppenspiel von Union Berlin in der Europa League kommentieren, wo sie dann weitergekommen sind. Union-Fans waren ausgeschlossen in Brüssel bei Saint-Gilloise und entsprechend mehr hingen dann natürlich nochmal vor der Kiste, haben sich das Ganze angeguckt. Das war so mein Highlight bisher, was ich machen durfte. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Cool, sehr, sehr cool. Sag mal, so Feedback, du hast ja auch von uns Feedback bekommen. Wie wichtig war für dich dieses Feedback fundiert jetzt mal aus meiner Erfahrung, wo du gesagt hast, kann ich was mitnehmen und die anderen Kollegen auch? Mega wichtig. Du kriegst ja von niemandem Feedback. In den Sendern ist es ja so, dass eigentlich alle, die dort angestellt sind, so viel zu tun haben, dass die sich nicht 90 Minuten von dir mal angucken und dir mal detailliert sagen, da würde ich das machen, da würde ich das machen, da musst du hier ein bisschen besser werden, da ein bisschen besser. Sondern das Einzige, was man machen kann, ist ja dieses ja, Selbstfeedback, das aber einen nicht so richtig weiterbringt, weil man so ein bisschen blind ist auf diesem Auge, weil man es ja immer so macht. Das sind ja Gewohnheiten. Aber wenn man dann extern
wie von dir beispielsweise, diese Tipps bekommt, auch noch von jemandem, wo man weiß, Mensch, der hat es geschafft, der ist weit in seiner Karriere gekommen mit dem, was er tut, dann wirkt das auch auf einen nochmal ganz anders. Und dann kann man diese einzelnen Bausteine so zusammenbauen, dass man wirklich, ich sag mal so, wenn du im Jahr eine Treppenstufe gehen kannst, dann kannst du innerhalb von wenigen Tagen mit diesem Feedback 5 Treppenstufen gehen. Es ist wirklich eine immense Entwicklung, die man nehmen kann. Cool. Spannend. Eine Bonusfrage haben wir noch für dich, Flo. Und zwar, würdest du unsere Kurse anderen empfehlen? Und wenn ja, wem? Was für ein Typ von Mensch oder was für ein Background sollte jemand haben oder mitbringen, damit er oder sie dann auch etwas dabei mitnehmen kann, nach deiner Einschätzung? Ja, also erstmal zur Frage, würdest du jemandem die Kurse empfehlen? Ja, mit Ausrufezeichen, weil es mich selbst sehr weit gebracht hat und weil es einem einfach Orientierung gibt. Was da alles dranhängt, das haben wir gerade schon besprochen. Wem würde ich es empfehlen? Und da können wir, glaube ich, mit der ganzen Bandbreite anfangen. Wir Kommentatoren sind ja am Schluss Unternehmer. Ja? Wir sind Einzelunternehmer und entsprechend ist es wichtig, etwas zu investieren, um später mehr rauszubekommen. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass es möglich ist, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt hier Geld reingebe, dann kann ich am Schluss da oben mit meiner Leistung rauskommen und das Dreifache an Geld verdienen oder das Zehnfache an Geld verdienen von dem, was ich davor gemacht habe. Also erstmal für junge Profis auf jeden Fall, die gerade frisch reingekommen sind, die Feedback brauchen, die Bock drauf haben, sich weiterzuentwickeln, die vor allem auch weiterkommen wollen in ihrer Karriere, für die das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, die nicht sagen, Mensch, U19 Bundesliga reicht mir oder Regionalliga oder Oberliga, sondern ich möchte in die höchste Kategorie. Also denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, gerade so als Anschub. Aber auch Leuten, die schon weiter sind, würde ich das nochmal empfehlen, weil es einfach was ist, was man nochmal mitnehmen kann, so als jährliches Feedback, um weiter zu wachsen. Aber auch ganz wichtig, auch Anfängern oder Leuten, die noch nie mit Fußballkommentar zu tun hatten, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil es, glaube ich, einen ganz neuen Blick drauf gibt, wie Fußballkommentatoren eigentlich arbeiten. Weil das weiß niemand. Wenn ich Fotos bei mir bei Instagram oder sonst irgendwo poste oder TikToks aus dem Studio und sowas, die Leute wissen nicht, was ein Fußballkommentator macht. Die sagen nur, der hat schon wieder Götze falsch ausgesprochen und echauffieren sich den ganzen Abend darüber. Aber wenn man sieht, welche Arbeit dahinter steckt, zu wissen, von jedem Spieler alles zu wissen, die richtigen Stories rauszufinden, sie dann auch entsprechend zu platzieren und auch mal ein Thema wegzulassen, wenn es nicht passt, wenn man das alles weiß, ich glaube, dann gewinnt man nochmal einen ganz großen Respekt vor diesem Job eigentlich, wie viel da dahinter steckt, unter wie viel Druck wir auch arbeiten kann sich dadurch, glaube ich, nochmal ein ganz neues Bild auf den Fußball und die Fußballübertragung insgesamt nochmal schaffen. Darf ich kurz da einen kleinen dranhängen? Sehr gerne. Magst du mal aus deiner, ich habe gerade nachgedacht, du bist jetzt im 7. Jahr Profi-Kommentator, ich bin 3 Jahre ja weiter, kenne natürlich dieses Gefühl live, so wie wir jetzt auch gerade live sind, weil du gerade so ein bisschen von Druck und Perform gesprochen hast. Mach doch mal vielleicht aus deiner Sicht zu Beginn, du bist noch zu Beginn deiner noch sehr langen Karriere, die da kommt, Menschen klar, die dahin wollen, was es bedeutet, live zu sein. Ja, live bedeutet, dass alles zählt, was du sagst. Alles. Wenn du Namen falsch aussprichst, das kann mal passieren, das ist nicht ganz so schlimm, aber damit umzugehen, das ist das andere. Wenn du auf Fehler hingewiesen wirst, auch diese Fehlerkultur für sich selber irgendwie ja, zu behandeln oder diese auch mitzunehmen, zu sagen, okay, das kann mal passieren und ich bin trotzdem ein guter Kommentator. Selbst wenn ich was falsch gesehen habe, wenn ich eine Situation im Live bewerte, sage, klarer Elfmeter muss er pfeifen, da kriege ich die zweite Wiederholung und sehe, dass Cristiano Ronaldo schon 2 Meter davor abgehoben hat und ich das hätte eigentlich sehen müssen. Es ist schon ausgesprochen. Es ist draußen in der Welt, aber, und auch das ist ganz wichtig beim Thema Mindset, sich zu erarbeiten, man kann Fehler machen, man darf Fehler machen und man darf auch so offen und ehrlich sein, diese Fehler auch zuzugeben. Es ist überhaupt kein Problem, darüber zu stehen, aber dafür braucht es eine ganz schön große Persönlichkeit, um dann vor 500.000, vor 1 Million Leute, wie viele auch immer zugucken, zu sagen, mein Fehler, habe ich falsch gesehen, muss ich besser sehen, aber auch das gehört mit dazu.
Ich wollte darauf hinaus, dass wir wirklich so, ohne dass ich in den Vergleich gehe, ich mag keine Vergleiche, aber es ist so wie ein Pilot oder auch die Mediziner, wir arbeiten ohne Netz und doppelten Boden. Ja. Und das ist, glaube ich, vielen, die so sagen, ja, kann ich auch von zu Hause, mache ich, weiß sowieso alles besser als unsere Kommentatoren, wie wir, die unterwegs sind, denen klarzumachen, mein lieber Freund, 90 Minuten konzentriert, während du auf dem Sofa sitzt, bist du nicht 90 Minuten konzentriert. Wir haben wirklich alles mitzubekommen und diese Verantwortung, genau was du sagst, dieses Mindset, sich zu entwickeln, kompliziert für dich gewesen? Nee, für mich gar nicht, weil du hast vorhin von dieser Gier gesprochen und die habe ich nach wie vor. In mir brennt so ein richtiges Feuer. Ich will immer besser werden und ich habe da auch richtig Bock drauf, jeden Tag dran zu arbeiten. Jeden Tag dieses Mini-Stückchen besser und das Spiel davor war schon gut, okay? Selbst wenn ich sehr viel Lob dafür bekommen habe, heißt das nicht, dass das das Ende ist, sondern ich will das nächste Spiel noch besser und noch besser und noch besser. Entsprechend war es überhaupt nicht schwer für mich, da dran zu bleiben und das weiter laufen zu lassen, ja, und da weiter dran zu arbeiten. Super. Ja. Ist natürlich dann auch immer gut, jemanden im Background zu haben, den man jederzeit fragen kann. Das ist ja bei euren Kursen, finde ich, auch der ganz große Vorteil, dass man nicht den Kurs macht und danach ist fertig und tschüss und man hört nie wieder irgendwas. Ihr habt die Kohle eingestrichen, ich habe sie bezahlt und dann ist es vorbei, sondern das ist ja auch so ein beratendes Ding danach, dass man immer mal nachfragen kann, hey Carsten, hey Alex, wie mache ich denn das? Wie kann ich mich da platzieren? Ich hatte das und das Problem während des Live-Spiels oder mir geht es aktuell nicht so gut, weil ich mit dem Druck irgendwie nicht zurechtkomme und dann hat es immer irgendwelche Handlungsanweisungen. Ob die dann, die muss man dann immer für sich selber runterbrechen, aber schlussendlich ist es genau das, was man braucht, diese Handlungsanweisungen, um sich an irgendwas festzuhalten, weil in unserem Beruf es ist genauso, wie es scheint, es gibt nicht diesen einen Weg und oft sieht man den Weg vor lauter Bäumen nicht. Eine letzte Frage noch von mir, Flo, für all diejenigen, die dich jetzt zum ersten Mal gesehen und kennengelernt haben und denken, Mensch, cool, ich möchte mehr von dem Kollegen sehen und hören, vor allem in den kommenden Monaten in diesem Jahr. Kannst du uns ein bisschen verraten, wo, auf welchen Sendern und vielleicht in welchen Ligen können dich die Fans denn erleben? Ja, also in der Schweiz, das ist leider schwierig für Deutschland, aber in der Schweiz hat Sky die Rechte an der Serie A. Da bin ich regelmäßig zu hören, da haben wir immer die Top-Spiele. Da bin ich in den nächsten Wochen häufiger zu hören. Und bei RTL jetzt bin ich wieder im Einsatz. Kommendes Spiel habe ich, lass mich nicht lügen, den FC Basel gegen OGC Nizza in der Conference League. Und den letzten Spieltag dann im Viertelfinale bin ich in der Konferenz sogar zu hören bei RTL Plus. Wird dann auch mein Debüt. Da könnt ihr mich auf jeden Fall hören. Ansonsten auf den sozialen Medien immer folgen. Weil ich da immer dann euch auch mitnehme, auch mal hinter die Kulissen ein paar Einblicke gebe, auch wie ich arbeite. Und ab der kommenden Saison gibt es dann neue Partner, aber darüber kann ich leider noch nichts sagen. Da sind die Verträge zwar unterschrieben, aber es ist noch nicht so, dass es announced wurde. Von daher muss ich euch da noch ein bisschen vertrösten und dann ab Oktober. Aber soziale Kanäle, da werdet ihr dann auf dem neuesten Stand gehalten. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Flo, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und für all diejenigen, die den Content genossen haben, folgt uns gerne auf YouTube für mehr und auch auf die anderen Socials, auf Insta und LinkedIn. Folgt gerne Carsten und mir. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was macht eigentlich